ihr Lieben, ich melde mich mit dem ersten Teil meines Hörmonats für den September 2017. Ich habe bis Mitte des Monats 5 Hörbücher gehört, wobei eines der Hörbücher eine sehr lange Laufzeit von über 18 Stunden hatte, die anderen dann wesentlich weniger. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich gucke gerade mal, es sind in diesem Fall 4 Thriller bzw. Krimis und ein Roman. Und ja, ich fange mal direkt mit dem längsten an. Und zwar war das das neue Buch von Karen Slaughter, Die gute Tochter. Hatte, wie gesagt, eine Laufzeit von 18 Stunden 46 Minuten. Ist, glaube ich, mein längstes Hörbuch bisher. Gesprochen wurde das Ganze von Nina Petri. Und das Buch hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Man darf bei dem Buch nicht zu sehr von einem Thriller ausgehen. Es ist schon ein Thriller, aber ich würde sagen, gemischt mit ganz viel Familiendrama, was mir an diesem Buch aber sehr gut gefallen hat. Also für mich war es ein Familiendrama mit Thrill-Elementen drin. Es fängt auch schon sehr spannend an. Es geht ganz am Anfang um die Familie Quinn. Der Vater ist ein, ja, schon angesehener, aber auch, ja, also er ist ein Anwalt, der aber auch öfters Fälle bzw. Täter übernimmt, die nicht bei jedem gut ankommen und wird des Weiteren dadurch öfters bedroht. Und dann passiert es halt, dass während er bei der Arbeit ist, seine Frau und seine beiden Töchter im Haus überfallen werden. Und ja, es passiert dann dort, passieren dort schreckliche Dinge. Dann spielt die ganze Sache 28 Jahre später. Charlie konnte sich damals retten, das war die eine Tochter. Und ist auch Anwältin geworden, genau wie ihr Vater. Und betreibt auch mit ihm zusammen eine Kanzlei. Und gerät dann wieder in eine Gewalttat, wo sie Zeugin ist. Und dann wechselt es halt immer zwischen früher vor 28 Jahren und jetzt. Und ja, ich fand es total interessant, schon allein dieses Familiendrama, was das auch für Folgen hatte. Und dann diese jetzige Tat. Und irgendwann spinnen sich da halt gewisse Parallelen. Und es ist halt sehr spannend mitzuverfolgen, was das jetzt alles auf sich hat. Wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen, hat ja auch 4,5 Sterne von mir bekommen. Dann habe ich gehört von Harlan Coben den neuen Thriller In ewiger Schuld. Das hat 4 Sterne von mir bekommen. Wurde gesprochen von Detlef Bierstedt, der das auch ganz toll gesprochen hat. Es hatte eine Laufzeit von 9 Stunden 36 Minuten. Und hier ging es um Maya. Sie ist Militärspilotin, aber unehrenhaft entlassen worden. Und hat einen Mann und eine kleine Tochter. Und ihr Mann wird im Park erschossen. Sie kann fliehen. Und nach der Beerdigung stellt sie aber Sachen fest, die ihr nicht ganz geheuer sind. Und sie geht der Sache auf den Grund. Was mir hier so ein bisschen gestört hat, ja, sie ist halt sehr tough und ja, wie soll ich sagen, es kam mir alles nicht so ganz realistisch vor. Ich finde, sie hatte auch irgendwie ein komisches Verhältnis zu ihrer kleinen Tochter. Also es war jetzt nicht so für mich die typische Mama. Und ja, sie kam mir irgendwie immer sehr komisch vor, weil ich auch nicht wirklich Trauer um ihren Mann gespürt habe. Und mehr möchte ich ihr jetzt auch gar nicht verraten, dass sie dann einige Geheimnisse
ans Licht bringt. Und ganz zum Ende gibt es halt eine sehr überraschende Wendung. Insgesamt hat das Buch aber 4 Sterne von mir bekommen. Es war schon sehr spannend. Vorne drauf steht auch gelesen von Detlef Bierstedt und Thomas Pitrou. Der Thomas Pitrou hat aber nur sozusagen das Schlusswort gesprochen. Also ich würde jetzt mal sagen, 90% wurde wirklich von Detlef Bierstedt gesprochen. Ja, das war In ewiger Schuld von Harlan Coben. Dann habe ich, wie gesagt, einen Roman gehört, da jetzt bald oder ist schon erschienen, aber nee, ich glaube, es erscheint noch der zweite Teil. Deswegen wollte ich jetzt endlich den ersten Teil gelesen bzw. gehört haben, muss aber sagen, dass ich etwas irritiert war, weil ich so schlechte Meinungen über das Hörbuch gehört hatte. Und mir hat es sehr gut gefallen. Und zwar spreche ich von Sabine Schoders Liebe ist was für Idioten wie mich. Das musste ich damals sofort haben, schon alleine wegen dem Titel. Und ja, gesprochen von Sascha X, ist aber eine Frau. Und ja, worum geht's hier? Hier lese ich mal kurz den Klappentext vor. Ich muss sagen, es war ein sehr humorvolles Buch. Ganz am Anfang war es mir schon fast ein bisschen zu albern, aber dann hat das Buch doch an Tiefgang gewonnen und zum Schluss wurde es halt richtig ernsthaft und auch traurig. Aber mir hat es, wie gesagt, sehr gut gefallen, hat sogar 4,5 Sterne im Endeffekt von mir bekommen, so dass ich den zweiten Teil dann auch auf jeden Fall haben möchte. So, der Klappentext. Optimistisch gesehen ist Vickys Leben eine Vollkatastrophe. Da kann man schon mal aus Frust ein paar Tüten zu viel rauchen. Da kann es auch passieren, dass man nach einem Konzert mit dem Sänger der Band im Bett landet, obwohl man den eigentlich total bescheuert findet. Wirklich, kein großes Ding. Sowas passiert. Aber ausgerechnet ihr? Nein, ganz sicher nicht. Oder vielleicht doch? Und daran merkt man schon, dass da viel Humor mit im Spiel ist. Aber ich muss sagen, es wird auch wirklich ernsthaft und tiefgründig. Und das hat mir halt sehr gut gefallen an dem Buch. Und ja, ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ist als Buch im Fischer Verlag erschienen. Und wie gesagt, der zweite Teil kommt diesen Monat auch noch raus. So. Dann komme ich mal zu meinem Flop, würde ich mal ruhig so sagen. Was mich aber etwas erstaunt hat, da ich von Wulf Dorn schon Kalte Stille damals gehört habe und ich das total klasse fand. Ja, und jetzt habe ich seinen neuen Thriller gehört, da er ja von David Nathan gesprochen wird, was ja so ziemlich mein Lieblingssprecher ist. Aber das Buch an sich konnte mich gar nicht begeistern. Und zwar das neue Buch von Wulf Dorn, Die Kinder, ist im Heine Verlag erschienen. Also es war jetzt kein totaler Flop, aber es konnte mich im Endeffekt halt nicht wirklich begeistern. Es hat 3,5 Sterne von mir bekommen, wurde wie gesagt gesprochen von David Nathan, was natürlich schon ein großer Pluspunkt war, der das auch wieder ganz toll gemacht hat. Was mich an diesem Buch einfach gestört hat, es wurde so nach Hälfte, ist es sehr ins Übernatürliche oder auch ein bisschen in, für mich schon fast in Fantasy reingerutscht, was mir halt nie so gut gefällt und das wusste ich halt im Vorfeld nicht. Anfangs fand ich es sehr spannend, denn die junge Laura Schrader wird auf einer abgelegenen Bergstraße total verstört aus den Trümmern eines Wagens geborgen und im Kofferraum ist eine entstellte Leiche. Sie soll daraufhin mit dem Psychologen Robert Winter oder Robert Winter sprechen und sie erzählt ihm eine völlig wahnsinnige Geschichte und ja, das. Also bis zu diesem Teil, wo es dann so ein bisschen übernatürlich wurde, hat es mir wirklich gar nicht schlecht gefallen. Aber wie gesagt, ich kann halt mit diesem Thema so nichts anfangen. Und ja, wie gesagt, mein Fall war es leider nicht so. Kann natürlich bei euch ganz anders sein. Da muss jeder
selbst so seine Meinung bilden. Für mich war es leider nichts, daher 3,5 Sterne von mir. Ja, und das letzte Buch, was ich gehört habe, war der Auftakt einer Reihe, wo ich mittlerweile auch schon den zweiten Teil gehört habe. Und jetzt im ersten Teil geht es um ersten Teil dieses Hörmonats, geht es um den ersten Teil, und zwar Dein finsteres Herz von Toni Parsons. Das ist ja die Detective Max Wolf Reihe. Und ich muss sagen, es fing schon direkt spannend an. Es wurde direkt über eine Tat berichtet, die dann im Verlaufe der Geschichte eine große Rolle spielt. Und zwar waren bei dieser Tat mehrere jugendliche Schüler einer Privatschule beteiligt. Und 20 Jahre später werden diese Schüler nach und nach ermordet. Und man kommt dann schnell dahinter, dass sie alle diese Gemeinsamkeit hatten, dass sie zusammen zur Schule gegangen sind. Und ja, Max Wolf folgt halt dann dieser Fährte des Killers und kommt dieser Geschichte halt Stück für Stück näher und bringt sich dann selbst auch in Gefahr. Also ich fand es sehr spannend, hat von mir 4 Sterne bekommen. Ich fand es nur zum Ende auch so ein bisschen unrealistisch und etwas übertrieben von seinem Einsatz her und daher 4 Sterne, aber ich fand es sehr spannend. Ich habe es auch sehr schnell durchgehört. Es hatte auch nur, glaube, eine Laufzeit von knapp 5 Stunden und bin gerade am Überlegen, wer das gesprochen hat. Ich meine Uwe Teschner, wenn ich mich jetzt nicht irre. Auf jeden Fall war es ein bekannter Sprecher und hat mir auch gut gefallen. Und den zweiten Teil habe ich jetzt auch schon gehört, wobei ich den ersten Teil da noch ein bisschen besser fand, muss ich sagen. Und ja, das war so mein erster Teil des Hörmonats im September. Der zweite Teil ist ja jetzt noch am Laufen. Und da werde ich mich dann Anfang Oktober zu melden. Das soll es jetzt erstmal zu meinen bisher gehörten Büchern im September gewesen sein. Ich würde mich wieder sehr über Kommentare von euch freuen und ja, würde sonst sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!